Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Der Frühling ist immer noch da und ich bin ganz glücklich, weil es endlich alles so schön grünt und blüht draußen. Aber was mit dem schönen Wetter ebenso Einzug hält, sind etliche Plagegeister. Die Rede ist von Zecken und Flöhen, die unseren Katzen das schöne Wetter sicherlich manchmal ganz schön verleiden können. Darüber habe ich mit der Tierärztin Yvonne Lambach gesprochen, denn natürlich gibt es viele Mittel und Möglichkeiten, wie wir die Plagegeister eindämmen und von unseren Katzen fernhalten können. Viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Tierärztin Yvonne Lambach im Interview habe, denn es gibt ein paar spannende saisonale Themen, die wir uns heute vorknöpfen und deshalb begrüße ich ganz herzlich Yvonne. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich bin immer sehr dankbar, dass du mitmachst, denn das ist ja immer eine zeitaufwendige Angelegenheit, wenn wir sprechen, aber es ist ja auch ein bisschen für den guten Zweck. Wir wollen ja viele Katzenhalter aufklären und damit dafür sorgen, dass es unseren Katzen so gut wie möglich geht. Wir haben heute das Thema Zecken- und Flohprophylaxe und das ist ja ein Thema, was jetzt im Frühjahr schon wieder ganz arg im Kommen ist und die Verunsicherung bei den Katzenhaltern ist recht groß. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben? Welche Produktarten gibt es überhaupt? Ich weiß, dass es da sehr verschiedene Herangehensweisen gibt und vielleicht kannst du da so einen kleinen Einstieg mal geben, was es überhaupt für Produkte gibt, die wir benutzen können. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Bereich, der zum einen sehr wichtig ist und zum anderen in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen ist, auch mit neuen Wirkstoffen und dadurch auch immer undurchschaubarer wird. Das ist tatsächlich auch für den Halter oder die Halterin dann ganz, ganz schwierig, da durchzuschauen. Ich musste gerade schmunzeln, weil du beim Wort Zecken- und Flohprophylaxe dich verhaspelt hast. Das passiert mir in der Beratung ständig. Lustige Wörter raus. Deswegen musste ich das jetzt nochmal kurz erwähnen. Das ist ganz klassisch. Verstehe. Genau. Ja, also es gibt prinzipiell von der, also wir unterscheiden die Produkte in erster Linie erstmal von der Applikation, also von der Anwendung am Tier. Mhm. Das sind natürlich noch ganz unterschiedliche Wirkstoffe. Da gehe ich dann gleich nochmal ganz grob drauf ein. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, wie bei allen Medikamenten, wie kriege ich das in die Katze, auf die Katze, wie wirkt der Wirkstoff wirklich? Da gibt es einmal eben diese klassischen Spot-on-Präparate. Das kommt ja aus dem Englischen, also soll aufgeträufelt werden. Das kennen viele Besitzer. Ist tatsächlich für die Katze oft eine schöne Geschichte, weil wir es in der Regel nur einmal im Monat oder sogar nur alle 3 Monate anwenden müssen. Dann muss es ein bisschen antrocknen, aber dann merkt die Katze davon nichts mehr. Also dieses Spot-on-Präparat ist eine Option. Das andere ist das klassische Halsband. Das kennen wir ja auch sehr viel von Hunden. Bei der Katze wird es auch angewendet und funktioniert auch sehr gut, also rein medizinisch betrachtet. Ist natürlich aber so eine Sache, wo man überlegen muss, will ich meiner Katze ein Halsband umlegen? Da sind zwar solche sogenannten Prädilektionsstellen drin, also einfach so kleine Riffelungen, dass das auch reißt, wenn es irgendwo hängen bleibt. Das funktioniert auch. Aber da muss man so ein bisschen überlegen, ist das wirklich das Richtige für meine Katze. Aber Halsband ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Klassiker. Ja. Und dann gibt es Tabletten, aber für die Katze ganz wichtig, nur gegen Flöhe und natürlich gegen Würmer, aber da reden wir jetzt ja gerade nicht drüber. Nicht gegen Zecken. Die Tabletten, das ist mir auch eine ganz wichtige Herzensangelegenheit, die Tabletten, die gegen Zecken und Flöhe wirken, sind nur für den Hund. Die sind nur für den Hund zugelassen und die werden auch nur vom Hund vertragen. Also ganz wichtig, dass man da nichts durcheinander bringt. Also Tablette bei der Katze ist wirklich ein Präparat, nur noch, was wir tatsächlich ganz gerne anwenden, wenn wir so einen ganz massiven Flohbefall haben.
gerade auch in der Praxis. Und die wirkt sofort, also wirklich sofort, also nach einer Stunde etwa. Und die kann man so, ja, das ist ganz gut. Die kann man sogar, wenn die Patienten so gar nicht sich behandeln lassen wollen, dann kann man die sogar wie so ein Zäpfchen anwenden. Also, dass man die sozusagen Popo steckt. Also, das ist so eine Option. Ja, das wirkt dann auch. Und ist gerade im Tierschutz halt auch eine ganz wichtige Sache, wenn man so eine Massenflohbefall hat. Genau. Und dann gibt es, und da musste ich auch noch mal ein bisschen recherchieren, weil ich das so ewig nicht mehr angewendet habe und dachte, das gibt es nicht mehr. Es gibt eine Injektionslösung. Die ist schon ganz, ganz lange auf dem Markt. Das heißt, da wird wirklich eine Spritze gegeben. Ach. Wirkt aber auch nur gegen Flöhe. Also ganz wichtig an der Stelle. Und die ist spannenderweise auch zugelassen für tragende und laktierende Kätzinnen. Ich denke, dass die ganz am Anfang in diesem Zulassungsverfahren da eben ganz genau hingeguckt haben. Und das ist zum Beispiel ein Präparat, was da eben auch zugelassen ist. Und für die anderen Präparate steht überall, dass die Verträglichkeit für tragende und laktierende gar nicht getestet wurde oder zumindest nicht ausreichende Zahlen von Tests in dem Zulassungsverfahren vorliegen. Das ist ja spannend. Ja, aber grundsätzlich würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, so als Laie, wenn ich gerade eine Katze habe, die nicht trächtig ist, dann würde ich von der Spritze doch eher absehen eigentlich. Genau. Ja, und das sind letzten Endes die Formen, die wir zur Verfügung haben. Die Produktarten unterscheiden sich doch aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen in der Wirkweise. Ne? Die einen sind eher prophylaktisch, schrecken die Tiere sozusagen ab, die Parasiten ab, und die anderen töten sie auch wirklich. Oder funktioniert das immer beides gleichzeitig? Ja, das ist richtig. Es gibt diese zwei Wirkmechanismen. Und es ist oft so, dass ein Wirkstoff für die eine Art, also zum Beispiel die Zecke, eine repellierende Wirkung hat oder eine abtötende Wirkung, und für die andere Art umgekehrt, oder eben unterschiedliche Wirkmechanismen da zum Tragen kommen. Mhm. Es ist letzten Endes so, dass man sich das schon so vorstellen kann, dass der Wirkstoff von unserer Katze aufgenommen wird und dann in der Haut und in den Haaren vorhanden ist und dort dann sozusagen direkt auf das Parasit, auf das Insekt wirkt. Und manche werden halt sofort abgetötet und manche werden das eben nur von abgehalten, weiter hochzukrabbeln sozusagen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr komplex, weil es wirklich eine große Bandbreite an Wirkstoffen gibt. Da ins Detail gehen ist ein bisschen schwierig, aber es ist so, dass man da auf jeden Fall ganz genau hingucken sollte, da hast du recht. Denn es geht ja bei manchen Geschichten wirklich darum, dass wir nicht wollen, dass die Zecken zum Beispiel lange genug saugen, um dann einen Krankheitserreger zu übertragen. Also da muss man immer genau hinschauen, was möchte man eigentlich verhindern und was ist da der gute Weg zu. Ja, und wahrscheinlich auch, was ist die Ausgangssituation? Wenn ich schon viele Tiere, zum Beispiel Flöhe, an der Katze habe, muss ich ja sicherlich anders vorgehen, als wenn ich einfach nur vor Flöhen schützen möchte, ne? Korrekt, ja, ganz korrekt. Genau. Wie geht man denn da am besten vor? Also ich würde jetzt mal sagen, das Thema Zecken- und Flohprophylaxe ist ja eher etwas nur für die Freigängerkatzen. Also Dolly und Pauli hatten toi 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 bisher noch keine Flöhe oder Zecken, auch wenn das ja theoretisch möglich ist, also Flöhe sowieso, weil man sie mit reintragen kann. Also ich kann mich erinnern, der Kater meiner Eltern, unser geliebter Tiger, der hatte als Wohnungskatze mal Flöhe, und zwar nicht zu knapp, weil offensichtlich ein Floh aus dem Flur den Weg in die Wohnung gemacht hat, weil es da auch Hunde im Haus gab, und da waren wir echt überrascht. Also da war er auch schon ein bisschen was älter, und wir hatten lange Freude an den Flöhen, das weiß ich noch. Also die haben ihn wirklich sehr massakriert, und das war gar nicht so einfach. Also das heißt, es ist nicht so ganz nur ein Thema für die Freigänger, aber zumindest in der Prophylaxe. Genau, da stimme ich dir auch zu, und ich habe da neulich auch einen ganz spannenden Fall gehabt. War auch eine Katze, die nur drin ist und nur auf dem Balkon, und die hatte immer wieder Flöhe, und die wurden dem nicht Herr und haben es auch nicht verstanden. Und letzten Endes haben sie dann rausgefunden, dass die Flöhe auf dem Balkon-Rasenteppich saßen sozusagen. Ach. Und die sind da wahrscheinlich auch mit reingekommen. Mhm. Also man kann das nie hundertprozentig ausschließen. Für die drinnen Katzen ist es aus meiner Sicht unter Umständen deswegen wichtig, wenn wir einen Patient haben mit einer Flohspeicheldermatitis. Da würde ja im Prinzip wirklich nur ein Floh aus dem
Treppenhaus reichen, um eine massive Hautentzündung wieder aufflammen zu lassen, sozusagen. Was ist das genau? Woran merkt man das, wenn eine Katze an sowas betroffen ist? Wahrscheinlich Juckreiz? Genau, Juckreiz, und dann kommt es wirklich zu einer Hautentzündung und man versteht gar nicht, wo das jetzt herkommt. Das ist etwas, da muss man wirklich ganz genau hingucken. Das ist letzten Endes etwas, was man auch testen kann, wenn man dann eine Katze mit starken Hautentzündungssymptomen hat. Aber das ist letzten Endes das, was man sehen würde. Man würde sehen, dass die Katzen sich wahnsinnig kratzen und dass es teilweise auch zu nässenden Hautausschlägen kommt. Und dazu reicht wirklich nur ein Floh, der vorbeihüpft. Dazu brauche ich keinen massiven Flohbefall. Und das ist das, was immer ganz schwierig ist in der Behandlungsstrategie, auch bei der Flohspeicheldermatitis, weil einem das einfach nicht so klar werden will manchmal. Okay, das heißt also mal kurz zusammengefasst als Zwischenstand, wir haben die Freigänger, die definitiv eine Prophylaxe brauchen, also die wenigsten werden ungeschoren davon kommen, wenn man nichts macht. Und die Wohnungskatzen, die muss man dann besonders angucken, wenn mal ein außergewöhnlicher Fall von Juckerei und Hautveränderung auftritt. Ganz genau, ja, richtig. Und für die Freigänger ist es tatsächlich davon abhängig, wie ist letzten Endes der Infektionsdruck. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, bei den Zecken, da gibt es ja große Unterschiede noch zwischen Süd- und Norddeutschland, grob gesagt. Ist nicht mehr ganz so einfach, aber grob gesagt, was da an potenziellen Krankheitsüberträgern in der Zecke so sitzt, gibt es da große Unterschiede. Das heißt, man würde pauschal gesagt in Süddeutschland eine andere Beratung machen als in Norddeutschland. Es ist zwar so, dass die meisten Patienten, die an solchen Krankheiten erkranken, wie zum Beispiel Anaplasmose, Borreliose, Babesiose und so weiter, sind Hunde. Das muss man ganz klar sagen. Früher hat man gesagt, Katze hat da kein Problem mit. Das kann man nicht mehr ganz so sagen. Wir haben tatsächlich immer mal wieder Fälle, wo solche Erkrankungen auch von der Zecke auf die Katze übertragen werden. Und da muss man einfach dann schauen. In Norddeutschland wird es eher unwahrscheinlich sein. Und das ist letzten Endes der entscheidende Punkt bei der Beratung. Ich würde sonst auf jeden Fall immer sagen, eine Freigängerkatze sollte einen guten Schutz haben. Das auf jeden Fall. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, wie ist die Bedingung im Patienten? Ist das ein ganz gesunder Patient? Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Und da nochmal ganz individuell einfach entscheiden. Ja, individuell ist ein gutes Stichwort. Wie individuell ist denn die Wirkung? Ich habe gehört, dass nicht jedes Produkt bei jedem Tier gleichsam gut anschlägt, also im Schutz und auch in der Behandlung, in der Abtötung der Tiere. Gibt's das? Also muss ich da individuell auch nochmal anschauen, was bei meiner Katze am besten funktioniert? Also prinzipiell sprechen wir ja hier über zugelassene Arzneimittel, wo die Wirkung am Patienten getestet wurde. Also nicht über Präparate aus dem Zoohandel oder Internet, die kein Arzneimittel sind. Das ist einmal der eine Punkt. Das muss man nämlich da immer ein bisschen hinterfragen. Da will ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es so, natürlich ist in jeder Population gibt es irgendwie Individuen, die so ganz am Rand sind, die irgendwie nicht so funktionieren wie die anderen, also wie die Mehrheit. Das kann schon auch mal sein. Das will ich nicht ausschließen. Und dann ist es so, dass die Wirkung natürlich massiv abhängig ist von einer korrekten Applikation. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Das heißt, zum Beispiel bei den Spot-on-Präparaten, die müssen ja wirklich direkt auf die Haut aufgetragen werden. Wenn ich die so ein bisschen bei einer Langhaarkatze so im Nacken ein bisschen übers Fell ausdrücke, dann werde ich keine vernünftige Wirkung haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist so, dass wir tatsächlich wissen, dass das gerade bei den Flöhen ältere Wirkstoffe, sage ich jetzt mal, durchaus nicht mehr diese Wirkung haben, die wir von Beginn an kannten sozusagen. Also da wird diskutiert, dass die Flöhe eventuell da eine gewisse Resistenz entwickelt haben. Das ist aber, da gibt es keine Veröffentlichungen zu. Das sind einfach Erfahrungswerte, wo man dann sagt, okay, dann wechsle ich lieber auf ein moderneres Präparat. Das kann schon mal sein. Also wäre eine Idee. Genau. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, und das vergessen wir ganz gerne mal, ist, dass in der Saison, wenn der Fellwechsel aktiv ist, dass wir dann natürlich eine wechselnde Wirkstoffkonzentration sozusagen in den Haaren haben, die neu nachwachsen, beziehungsweise wir einfach da wirklich einen Wechsel haben. Aha. Denn der Wirkstoff verteilt sich über die Haut und über die Haare. Und das müssen wir dann natürlich da auch ein bisschen berücksichtigen. Das kann schon mal dazu führen, dass wir da plötzlich denken, es hilft ja gar nicht mehr, dass man das einfach nochmal ein bisschen hinterfragt. Was würdest du denn so als pauschale Empfehlung geben, wenn ich Freigängerkatzen habe? Würdest du eher ein Spot-on empfehlen, so als erste Maßnahme? Ich habe damit sehr gute Erfahrungen, ja. Und ich
bin nicht so ein Riesenfan von Halsbändern im Allgemeinen sozusagen. Deswegen würde ich klar, tatsächlich einen Spot-on eigentlich immer als erstes anraten, aber ich diskutiere das immer individuell. Und der Nachteil bei einem Präparat, was ich in die Katze reingebe und nicht mehr wegnehmen kann, ist natürlich definitiv, dass wenn ich irgendeine Reaktion habe, dass ich die dann nicht einfach wieder abschalten kann. Mhm. Und das ist einfach was, was wir auch immer nochmal kurz besprechen. Aber prinzipiell sind diese Spot-on-Präparate richtig gut wirksam und machen selten Probleme. Und die halten Zecken und Flöhe ab und töten sie auch ab, falls sie mal zu beißen. Genau, also das ist, je nach Zusammensetzung des Präparates ist das genauso, dass sie Zecken und Flöhe im optimalen Falle beide abhalten und eben auch abtöten. Und das ist eben aber wirklich vom Wirkstoff abhängig und manchmal ein bisschen komplex. Ja. Weil letzten Endes ist es so, dass natürlich das Ziel ist, dass die Zecke oder Floh nicht beißen kann und Krankheitserreger übertragen kann. Es gibt viele Produkte am Markt, das hast du eingangs schon erwähnt, und zwar nicht nur in der Tierarztpraxis, sondern eben auch frei verkäuflich. Und da habe ich auch schon sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen von Katzenhaltern bekommen, von meinem eigenen Tierarzt, also von Dollys und Paulis Tierarzt, mal den Hinweis bekommen, dass die Produkte einfach nicht so viel Wirkstoffinhalte haben zum Teil und dass man das ganz schwer abschätzen kann. Also ich würde deshalb immer von diesen frei verkäuflichen Produkten abraten. Was ist da dran? Naja, ich gehe jetzt mal, also ich würde dabei bleiben, dass ich sage, dass die zugelassenen Arzneimittel eben getestet sind in ihrer Wirkung und auch in ihren Nebenwirkungen. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ist, da gibt es ja wahnsinnig viele Präparate auf dem freien Markt und da weiß man teilweise nicht, was da drin ist und was das auch bewirken soll. Ja. Und ich würde das auch immer anraten, dass man ein Arzneimittel wählt, weil ich einfach denke, wenn das andere nicht funktioniert, hat man einfach schon so viel Geld aus dem Fenster geworfen. Ja. Und die Katze hat da nichts von. Und das ist einfach etwas, was ich auch immer wieder sehe. Es kommen Katzen mit Flohbefall, massiven Flohbefall. Leute sagen, ja, wir haben was drauf gemacht. Und dann frage ich, ja, wo haben sie das denn gekauft? Ja, da und da im Futtermittelhandel. Und dann muss ich halt leider sagen, dass das einfach nicht ausreicht in der Wirkung. Dann sind die Leute ein bisschen traurig. Also als eigene Erfahrung zu diesen Produkten kann ich auch nur sagen, ich bin ja schon ein bisschen in der Heimtierbranche herumgekommen und habe da auch auf Fachmessen, auf internationalen Fachmessen schon mit Herstellern gesprochen, sofern mir das sprachlich möglich war, muss ich da tatsächlich sagen, weil die Wege, die diese Produkte heutzutage nehmen, bis sie einfach hier bei uns im Zoofachhandel verkauft werden, die sind teilweise echt schräg und da kann man sich zum Teil, oder ich mache mir da zum Teil sogar schon bei Spielzeugen ganz große Gedanken, wenn es Produkte sind, die explizit zum Beknabbern, zum Schlecken und keine Ahnung was gemacht sind, weil einem niemand sagen kann, was da drin ist und wie und ob es überhaupt getestet wurde. Und ich erinnere mich da an so einen Schleckstick für Katzen, den ich auch als Warenprobe mitbekommen habe von irgend so einer Messe. Da war Katzenminze drin und das sollte irgendwie, keine Ahnung was, ganz toll für die Katzen sein. Ich habe es meinen Katzen nicht angeboten, weil es war einfach total schräg auf der Verpackung, aus welchen Ländern da was das für Wege genommen hat. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt mit den Produkten, die jetzt auch noch andere Wirkungen haben sollen, wäre mir da auch persönlich das Risiko wirklich zu groß. Also da mag es sicherlich auch Ausnahmen geben und ich will da jetzt nicht gegen alle wettern, die es da so gibt, aber sicherlich muss man da bei den einzelnen Produkten ganz genau hinschauen und auch mal ein bisschen skeptisch sein. Und auch wenn man dann nachfragt, es kann einem eigentlich auch im Geschäft in der Regel kaum jemand sagen, wo die wirklich herkommen und was da wirklich für Sachen drinstecken, weil die auch nur sehr mäßig ausgezeichnet sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, genau, die Deklaration ist da tatsächlich ein Problem. Und das eine ist eben, ob es wirkt oder nicht wirkt. Und das andere ist, dass wir teilweise wirklich nie wissen, was sind da für Trägersubstanzen drin. Sind die wirklich verträglich? Also es geht ja gar nicht dann mehr darum, ob sie helfen, sondern dass sie schaden. Ja, und da bin ich mit dir völlig einer Meinung. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja. Richtig. Also das ist im Prinzip auch schon ein allgemeines Risiko, was wir da haben. Denn gewiss gibt es auch bei der Anwendung der gängigen Floh- und Zeckenpräparate Risiken für unsere Tiere. Und das wird ja auch immer wieder diskutiert, inwiefern man das überhaupt machen soll. Kannst du da was zu sagen?
Denn einerseits ist es natürlich einleuchtend, dass wir die Tiere nicht auf unseren Katzen haben wollen und dass es da auch ein gewisses Erkrankungsrisiko gibt, weil diese Parasiten wiederum selbst Krankheiten übertragen können. Und andererseits sind natürlich auch die Produkte teilweise schon recht hart in ihrer Wirkung. Genau, also da gehe ich sehr gerne drauf ein, weil es ist ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man nicht am Ende zu viel Angst hat, was Gutes zu tun. Einmal geht es natürlich um klassische Arzneimittelnebenwirkungen. Das hat jeder Wirkstoff hat in irgendeiner Form ein Nebenwirkungspotenzial, das wissen wir. Das wird auch untersucht und die gängigsten Probleme, die bei solchen Präparaten auftreten, sind in der Regel eben Juckreiz, wenn so ein Halsband zum Beispiel genutzt wird oder wenn eben das Präparat im Nacken aufgeträufelt wird, kann es eben auch zu Juckreiz kommen. Es kann da auch ein bisschen das Fell ausgehen, das kann sich auch entzünden. Und es kann natürlich auch definitiv allgemeine Nebenwirkungen haben, sodass die Katze ein bisschen müde erscheint und so nicht so gut drauf ist. Das kann passieren, passiert sehr selten. Also das sind so diese klassischen Arzneimittelnebenwirkungen. Dann muss man nochmal genau hingucken, wie wird das Präparat verstoffwechselt? Ist es für meinen Patienten wirklich geeignet? Ganz allgemein eben vorerkrankten Tieren, da gucken wir nochmal ganz genau hin und diskutieren das, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, muss es sein, muss es nicht sein. Das ist ja ganz wichtig. Mhm. Und dann ist es so, dass da gab es ja auch mal eine ganz große Geschichte mit einem Präparat, was nur für den Hund zugelassen ist, als Spot-on, dass die Katze halt ja eben noch verschiedene Stoffwechselschwächen hat und dadurch bestimmte Produkte überhaupt nicht verstoffwechseln kann und die dann zu Vergiftungserscheinungen führen. Aber das sind keine Präparate, die für die Katze zugelassen sind, ganz wichtig. Also, da ist dann einfach was schiefgelaufen. Genau, und dann geht es ans Eingemachte, wenn wir darüber diskutieren, was ist ein hartes Produkt und was ist kein hartes Produkt. Dass die Präparate, über die wir sprechen, ja umgangssprachlich gar nicht so verkehrt als Nervengift bezeichnet werden, weil es Präparate sind, die auf Rezeptoren im Nervensystem der Insekten wirken. So, das ist so. Sonst würden die nicht wirken. Und diese Wirkung im Nervensystem der Insekten, das ist teilweise an Rezeptoren, die nur Insekten haben, die auch nur bei Insekten eben so wirken. Und teilweise sind es auch bei Rezeptoren, die wir als Säugetiere auch haben. So, dann ist es so, dass natürlich die Wirkung immer abhängig ist von der Dosis. Und wenn wir uns überlegen, dass wir einen kleinen Tropfen brauchen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, um einen Floh umzuhauen, dann bräuchten wir natürlich entsprechend eine Riesenmenge Tropfen, um einen von uns umzuhauen. Ja? Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das wirkt im Nervensystem, ist richtig. Und es gibt prinzipiell auch Medikamente, die an solchen Rezeptoren bei uns wirken würden, wenn wir sie in übergroßen Mengen dosieren würden. Und das heißt natürlich auch, dass es auch einzelne Patienten gibt, bei denen die eben mal anders wirken und bei denen man vielleicht mit einer geringeren Dosierung in irgendeiner Form auch Symptome hervorruft. Es ist aber natürlich wirklich so, dass die getestet sind und dass man weiß, wie sie wirken und warum man eben dann auch das Nebenwirkungspotenzial erarbeitet und abschätzen kann. Also es ist schon so, dass es letzten Endes, dass dieser Begriff Nervengift nicht falsch ist, aber es ist halt ein Nervengift für die Insekten. Und wenn wir unsere Katzen jetzt gar nicht behandeln würden, hätten wir eben gewisse Erkrankungsrisiken durch Übertragung von Krankheiten und mal davon ab, ist es sicherlich auch für keine Katze ein Spaß, wenn sie arg Zecken und Floh geplagt ist und sich den ganzen Tag kratzen genau, muss. Genau, das ist gerade bei der Floh. Bei der Flohinfestation, also wenn wir wirklich so eine Katze voller Flöhe haben, muss das ganz, ganz schlimm sein. Die haben wirklich wahnsinnigen Juckreiz und kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Das sind teilweise manchmal Patienten, da merken die Besitzer das gar nicht, dass da Flöhe zugange sind. Die merken, dass die Katze völlig verändertes Verhalten hat. Völlig wie verrückt durch den Raum flitzt oder so ein ganz völlig verändertes Verhalten zeigt. Und da merkt man dann erst auf diesem Wege, dass die Katze Flöhe hat. Und das ist total gemein. Ja, das ist wirklich total gemein. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie kann ich erkennen, dass eine Katze zum Beispiel Flöhe hat? Also indem ich sehe, dass sie sich verstärkt kratzt. Du sagtest gerade, verändertes Verhalten sicherlich auch. Dann gibt es ja noch diesen schönen Test mit dem feuchten Krepppapier, mit dem feuchten Küchenpapier, um den bluthaltigen Flohkot sichtbar zu machen, also die kleinen schwarzen Krümelchen, die da so unscheinbar im Fell sind, die dann eventuellerweise dann Flohkot sein können. Gibt es sonst noch was, was man machen kann? Also man kann es deutlicher machen, indem man so einen richtigen Flohkamm benutzt, diese ganz feinen Kämme.
Und dann kann man darüber dann ja nochmal gucken, ist es jetzt Staub sozusagen oder Flohkot? Und das ist es eigentlich auch. Und das ist ein ganz, ganz sicherer Test. Wenn wir Staub haben, der sich plötzlich rot verfärbt, dann haben wir einen Flohbefall, selbst wenn wir den Floh nicht finden können. Und bei Zecken ist es relativ simpel. Also wenn sie noch nicht zugepackt haben, dann sieht man sie meistens wirklich sehr garstig über das Fell krabbeln. Also Nasenspitzen gerne mal auch, ne? Und und spätestens, wenn sie zugebissen haben, werden sie ja dann quasi zwangsläufig sichtbar in Form von kleinen Knubbeln. Hast du einen Tipp, wie man Zecken entfernt, wenn man denn mal eine auf der Katze entdeckt hat? Ja, tatsächlich gibt es da verschiedene Hilfsmittel. Da muss man so ein bisschen schauen, was für einen selbst gut funktioniert. Ich nehme die ganz, ganz klassische Zeckenzange. Wichtig ist, dass man sie direkt am Kopf bzw. sozusagen im Nacken packt, also vor dem vollgesaugten Körper. Und sie. Also nicht die Katze, sondern die Zecke. Also nochmal kleiner Hinweis am Rande: die Zecke, nicht die Katze im Nacken packen. Die Katze bitte nicht packen, genau. Wollen wir jetzt willen. Und dann im Prinzip ganz mit so einem sanften Zug zunehmend abzieht, damit man den Körper nicht vom Kopf trennt. Das Drehen rechtsrum, linksrum ist ein Ammenmärchen, oder? Also. Ich kenne jetzt keine Studie, ob das Drehen jetzt schädlich ist oder nicht. Es gibt halt Kollegen, die sagen, ja, Drehen ist in Ordnung. Dann gibt es Kollegen, die sagen, nee, drehen sollte man nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Veröffentlichung von einem bekannten Parasitologen, wertgeschätzten, gelesen. Da werden wir auch noch mal drauf verweisen, denke ich. Und da steht dann auch noch mal, man soll nicht drehen. Und ich habe mal gehört, man soll nicht drücken. Ja. Damit die nicht irgendwie noch mehr unter Umständen schädliche, was eigentlich, an die Katze abgeben. Ja, geht letzten Endes darum, dass wir sie ja entfernen wollen, bevor sie in den Austausch gegangen sind, also bevor sie Blutaustausch machen, damit sie nicht die Krankheitserreger übertragen können. Und die Theorie ist, dass wenn man da jetzt wahnsinnig drauf rumdrückt, dass man dann diesen Austausch fördert, anstatt ihn zu verhindern. Aber gut, also es ist letzten Endes so, man sollte versuchen, das so wenig traumatisch wie möglich zu entfernen und der Kopf sollte möglichst mit abgehen. Das ist etwas, das muss man tatsächlich ein bisschen üben und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Und das wird sehr gerne in der Tierarztpraxis gezeigt, damit man das dann auch einfach zu Hause alleine kann. Es gibt verschiedenste Hilfsmittel, es gibt so kleine Haken statt der normalen Zeckenzange, es gibt Plättchen, die man so unterschieben kann, das geht alles. Man muss einfach nur wissen, wie. Ja, und ein bisschen üben. Aber der Hinweis, sich das vom Tierarzt nochmal zeigen zu lassen, der ist ein sehr guter. Das ist ja ähnlich wie mit dem Krallenschneiden. Falls man das bei seiner Katze mal im Ausnahmefall machen muss, dann ist es sinnvoll, sich das einmal vernünftig zeigen zu lassen, bevor es da irgendwelche Verletzungen gibt. Ja, genau. Das ist total gut. So, das war der erste Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach rund um die Zecken- und Flohprophylaxe von Katzen. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. In dieser Folge werden wir nochmal auf das Thema Hausmittel zur Floh- und Zeckenprophylaxe bei Katzen eingehen, was man tun kann bzw. was man besser nicht tun sollte. Also schaltet auch nächste Woche wieder rein. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss! Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus!